ja, gar nicht gruselig oder so. Ich kann übrigens nicht reden. Hi Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es einen DIY-Test von mir. Und zwar bin ich in letzter Zeit ziemlich süchtig nach Videos, wo es eben um Mitessermasken geht. Ich habe mir richtig viele davon angesehen und ich dachte mir, ich probiere das Ganze einfach mal selber aus, um zu schauen, ob das wirklich funktioniert. Weil ich bin da immer so ein bisschen skeptisch und ob das Ganze geklappt hat, könnt ihr natürlich sehen, wenn ihr dran bleibt. Und ich fände es auch doch super cool, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet, falls ihr natürlich nichts mehr verpassen wollt. Aber ich würde sagen, ich starte jetzt erstmal mit dem Video und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und schon geht's los. Als erstes braucht ihr einen Topf mit kochendem Wasser, denn wir machen später ein Wasserbad. Dann braucht ihr noch Kamillentee, zwei Schalen, ein Ei und auf jeden Fall noch Klopapier oder ein Taschentuch. Dann nehmt ihr erstmal euer Ei und trennt das Eiweiß vom Eigelb. Und hierfür brauchen wir nur das Eiweiß. Und das Eigelb solltet ihr natürlich nicht wegwerfen, sondern einfach für den nächsten Morgen im Kühlschrank aufbewahren. Danach nehme ich mir mein Taschentuch und teile das so lange, bis ich wirklich die dünnste Lage davon habe. Und die zerkleinere ich dann eben und mache die Stücke so klein, wie ich sie für mein Gesicht benötige. Und dann geht es auch schon unter das Handtuch und dann mache ich eben das Wasserbad mit dem Kamillentee für 5 bis 10 Minuten, damit sich die Poren richtig schön öffnen. Und dann geht es eigentlich schon los. Schnappt euch einen Pinsel und tragt das Eiweiß, ich sehe sehr angetan aus davon, auf eurem Gesicht auf und einfach an den Stellen, an denen ihr Mitesser habt und wo ihr das Ganze entfernen wollt. Und das mache ich eben auf meiner Nase und auf meinem Wangenbereich und dann später noch ein bisschen auf meinem Kinn. Dann nehme ich mir auch schon ein bisschen was von meinem Taschentuch, trage das eben auf und trage darüber noch eine Schicht von dem Eiweiß auf. Und zwar so lange, bis mein Taschentuch praktisch durchsichtig wird. Dann wisst ihr, dass es eben genug ist. Und dann nehme ich sogar noch eine zweite Schicht, einfach damit ich das später ein bisschen leichter abziehen kann, wenn es ein bisschen dicker ist. Und dann müsst ihr das Ganze einfach nur noch 30 Minuten trocknen lassen. So Leute, 30 Minuten sind vergangen und ich muss mich gerade echt anstrengen zu reden, weil es zieht so krass. Ich hole mir hier so einen kleinen Handspiegel und versuche... Oh, das geht ganz gut. Geil. Oh mein Gott, das ist voll das geile Gefühl. Ah, auch. Die Haut ist mega trocken. So, ich werde jetzt mal gucken, ob auf diesen Teilen Mitesser zu finden sind. So eklig das auch klingt. Also auf dem großen hier sind tatsächlich ein paar kleine schwarze Punkte, die man aber echt nur super schwer erkennt. Ich weiß nicht, ob das wirklich Mitesser sind. Ich habe irgendwie mit mehr gerechnet. Ich dachte, man macht es ab und alles ist ab. Aber so ist das anscheinend nicht. Voll schade. Gut, von meinem Kinn ist gar nichts abgegangen. Also kein Mitesser, kein gar nichts. Und hier würde ich sagen, ein paar vielleicht. Aber es ist so wenig. Ich weiß nicht, ob die Kamera das überhaupt einfangen würde. Aber ich... Ja. So, wie ihr gerade schon von mir das Fazit gehört habt, bin ich nicht ganz so davon überzeugt. Ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, ich habe mich fertig gemacht, mich geschminkt, meine Feuchtigkeitspflege aufgetragen und man spürt deutlich, dass die Haut sehr viel trockener ist als vorher und einen wirklichen Unterschied habe ich nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Außerdem war das Ganze wirklich ein ziemlich großer Aufwand. Man muss ja eben kochendes Wasser haben, dann eben dieses Wasserbad machen. Und an der Stelle muss ich dazu auch noch betonen, ich habe so viele Videos gesehen, in denen Leute das einfach so ohne ein Wasserbad gemacht haben. Und ich habe mich da gefragt, Moment, kann das so wirklich stimmen? Weil ja, es einfach ein bisschen unlogisch ist, dass irgendeine Masse die Mitesser so krass
also so krass rauszieht, obwohl die Poren vorher nicht mal geöffnet waren. Deshalb wollte ich das Ganze eben mit Wasserbad ausprobieren, aber wie wir gesehen haben, hat das auch nicht wirklich was gebracht. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Von mir ist es, glaube ich, eher ein Daumen runter als ein Daumen hoch. Keine Ahnung, ob ich was falsch gemacht habe, aber so sieht es auf jeden Fall leider aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, freue ich mich natürlich sehr darüber. Und ich danke euch wie immer, dass ihr zugeschaut habt. Falls ihr Bock habt und ihr das Video cool fandet, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ältere Videos von mir gibt es dann wie immer noch hier an der Seite. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dort vorbeischauen würdet. Aber ich würde sagen, das war es erstmal von mir. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, bis demnächst. Ciao, Leute.